Täter-Opfer-Ausgleich. Tut mir leid, aber ich finde den Namen schon kacke. Erstens, ja, was macht der Täter da vor dem Opfer? Was macht er an erster Stelle? Ich meine, der kommt sogar im Alphabet nach dem Opfer. Und zweitens, was hat das Wort Ausgleich da zu suchen? Ich meine, der andere hat Scheiße gebaut, ja. Hab dir irgendwie Unrecht getan. Der soll bitte niederknien und weinen und weinen und weinen, während du ihm ins Gesicht schlägst, ja. 20 Ohrfeigen mindestens links und rechts. Auf der anderen Seite, wenn der sich in so einem Gespräch aufrichtig entschuldigt und sich vielleicht noch erklärt, dann könnte das ja so eine Situation auch auflösen und vielleicht dazu führen, dass du es abschließen kannst und dass du keinen Ballast mit dir rumschleppst. Also von daher vielleicht doch mal ausprobieren. Viel Erfolg.